Gehen wir da rein. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Können wir vielleicht auch eine kleinere Höhle machen? Die wirklich nur... Und die andere war jetzt auch nicht riesengroß, aber war schon eher eine, denke ich, eine Hobbit-Höhle für jemanden, der schon anständig ein bisschen was verdient hat. Ich glaube nicht, dass alle Hobbit-Höhlen nachher so x Räume und sowas haben. Ich glaube, das war schon so ein Backend, so eine Backend-Spezialität. Und zwar hatten wir das so gemacht und so gemacht. Nein, 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 nein. Nicht so, sondern so. Und da haben wir dann gesagt, kam dann Slab direkt hier oder? Ah, das können wir jetzt einfach ein bisschen rumprobieren. Mal schauen, ob das dann hier besser ausschaut oder schlechter oder wie auch immer. Gut, dann haben wir gesagt, Decke aus Kobbel. Hier wollten wir ein Fenster hinzimmern, haben wir gesagt. Also hier. Da kommt ein Fenster hin, dann machen wir das hier ein bisschen. Vergrößern wir den Raum in die Richtung allerdings. Damit es nicht so in die Ecke gequetscht ist, das sieht komisch aus. Jede Hobbit-Höhle wird ein bisschen anders sein. Manche größer, manche kleiner, manche runder, manche besser ausgestattet, weniger ausgestattet. Ihr könnt euch auf alle Höhlen bewerben sozusagen und sagen, was euer Hobbit-Name bzw. was für einen Namen ihr haben wollt. Das sollte, keine Ahnung, eventuell ein bisschen hobbitig sein, vielleicht, falls möglich. So bauen wir jetzt diese Höhle, würde ich sagen, oder? Wenn ich jetzt hier da das alles hochziehe, dann ist das zu gequetscht, denn ich muss hier nämlich nochmal rum. Sonst passt das nicht. Zonk. Okay, dann machen wir den noch weg und ziehen den hier raus, oder? So. Da, komm her. So schön. Gut. Hammers? Hemmers? Hemmers? Mir hemmt's. Mir hemmt's. Mir hemmt's schon. Wie die sage. So, jetzt ziehen wir nämlich den hier, das da rum. Ja, das hat ja super funktioniert. Großartig, gut gebaut. Jawohl! Auch das war wieder ein wahrer Meistergriff. Eines Meisters würdig. Arschloch, soll der Kack. Kannst du hier um die Ecke bauen? Ich weiß es ganz genau, dass du es kannst. So. Und jetzt so. Guck, geht doch. Lumpi-Punki. Wobei es wahrscheinlich sogar cooler aussieht, wenn es einfach nur so und so ist, ne? Nee. Schaut's nicht. So sieht's nicht aus. Zack. Blub, blub, blub. Blub, blub. 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 Und blub. So. Rüttdeckenkonstruktion hier schon drin. What the fuck? Zwitschern die Vögel zwitschern. Die Vögel. Alfred, the Hitch. The Hitch cocked. Dann würde ich sagen, machen wir das hier dann so, 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 so. So und so und jetzt haben wir keine Holzplatten mehr. Ich buddel auch mal den Boden hier raus.
Ja, ich weiß, es sieht so aus, als wäre es schon komplett dunkel, ist es aber noch gar nicht. Das haben wir ja inzwischen gelernt. Also müssen wir noch ein bisschen hier im Dunkeln ausharren und die Zeit nutzen, bevor wir uns schlafen legen. So, okay? Jetzt legen wir uns kurz schlafen. So. Miau. Miau. Lauf zu. Miau. Miau. Hallo, Katze. Es freut mich, dass ich mich immer wieder zu einer Katze ins Bett legen kann. Und gemütlich schlafen. Ich glaube, die nehme ich nachher mit. Komm mit. Also nicht nachher, sondern nehme ich die jetzt mit. Und ich habe natürlich keinen Platz. Klar, natürlich habe ich keinen Platz. Mensch. Aber die Gratinetza-Netawarzen, die brauche ich nur wirklich nicht unglaublich dringend. Und was kann man noch ablegen? Den Mob-Drop da, braucht kein Mensch. Den Eimer brauche ich eigentlich auch gerade nicht. Deswegen. Auf geht's. Toiletten gibt's übrigens in meiner Welt nicht. Keine Ahnung. Fällt mir nur gerade so auf. Meine Hobbits haben keine Toiletten. Und auch keinen Stuhlgang an der Stelle. Die sind reinlich. Undreckig. Ich glaube, ich brauche mehr Holz. Ich brauche mehr Holz. Ich brauche mehr Holz, mein Junge. Ich brauche mehr Holz. Aber ich spare jetzt schon, wenn ich hier die Slabs einbaue. Und nicht... zack, 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 zack. Und hier diese Konstruktion konstruiere. Bam, bam. So, jetzt bauen wir das mal was zu. Naja, ich brauche mehr Holz. Ich brauche viel mehr Holz. Aber wir haben ja. Wir haben's ja. Indem wir immer schlau und weise Holz abgebaut haben, wenn wir Zeit hatten. Das zahlt sich jetzt aus. Und wir werden so schnell kein Holzproblem bekommen. Zack. Holz. 64. Gut. Schau. Und schon ist die zweite Hobbit-Höhle fast fertig. Das geht ja schneller, als ich gedacht habe. Wenn man so ein bisschen so eine Idee hat, was und wie und wo und warum, geht das tatsächlich recht flink. Dann würde ich sagen, bauen wir hier diesmal einen anderen hier, ne? So eine Nische. Das soll ja nicht alles gleich aussehen. Zack, zack. Der Kobbel hin. Und dann, oh Mann, zack. Hier, das ist jetzt diesmal unsere Nische. Dafür fehlt hier ein Holzstück. Ganz gekonnt. Zack. Beleuchtung wissen wir ja schon ungefähr, wie wir es machen wollen. Nämlich immer hier 1, 2. Hier kommt eine Fenster. Da haben wir die Fenster. Hier kommt eine Fenster hin. Ins Fenster. Eine Fenster ins Fenster. Was machen wir denn da hin? Das geht ja nur gar nicht. Da müssen wir eigentlich Holz reinmachen, oder? Der Konsequenz halber. Der Konsequentheit halber. Beziehungsweise eigentlich ist das dann hier so zu bauen. Ja, das stimmt. Das ist richtig. So ist das. Also hier, etwas kleinere Hütte. Hier müssen wir jetzt überlegen. Ach komm. Hobbits essen so gerne. Der hat bestimmt auch einen Ofen. Müssen wir überlegen, wo der Ofen hinkommt. Mie. Bauen wir den Ofen hier hin. Dann dafür Slabs keine. Och, Mensch. Die Menüs sind einfach, die Inventare sind einfach viel zu klein, sage ich jetzt mal. Aber dieses Problem hat man in jedem Spiel. Wo es Inventare gibt, sind die Inventare zu klein. Stellen wir hier eins hin. Dafür dann
ein Flowerpot. Der Opnil ist gottet, aber da können wir einen hinstellen. Und ein Tischelein. Wo stellen wir das Tischelein hin? In die Ecke, oder? Machen wir so eine Nesch-Ecke. So eine S-Ecke. Machen wir eine S-Ecke. So. Ist er auch sauschlau gemacht hier, ne? Dann lese ich nachher in den Kommentaren, du brauchst das doch gar nicht, du brauchst doch ganze Dinge zu machen, das geht auch anders. Und dann sage ich, ist mir doch egal, halt die Fresse. Nee. So. Eine Esch-Nische. Essnische. Regal. Und hier haben wir jetzt massig Platz für was auch immer. Ich weiß es gerade nicht so genau. Das können wir dann ja mal ausprobieren. Vielleicht für so einen anderen Tisch. Das ist, kann ja auch noch ein Schmied werden oder sonst irgendwas. Ist ja alles immer drin. So, jetzt kriegt er auch noch eine Tür. Der Digge. Mensch, Digge. Gehen hier. Da hat er da. So, perfekt. Türchen gibt's auch. Ein bisschen mehr Beleuchtung müssen wir vielleicht doch irgendwo machen. Wo hatten wir die Beleuchtung beim letzten Mal? Wir hatten die Beleuchtung immer hier. So, ist das doch schön. Da haben wir da eine. Okay, perfekt. Zack. Zweite Haubitzenhöhle fertig. Aber von außen kriegen die auch noch Licht. Sonst sieht es komisch aus. Und zwar... Nein, man kann ja... hier. Vorne dran. Okay. Ja, macht für mich Sinn. Vielleicht sogar auf eine Fence. Lass mal ganz kurz gucken. Auf eine Fence drauf. Ja. Dann sieht es nicht ganz so erbärmlich aus. Auf eine Fence. Schön. Sehr schön. Zack, zack. Klonkidi, klonkidi. Klonkidi, klonkidi. So, schön. Zweites Hobbit-Höhlchen. Jetzt muss ich wieder auf die Aufnahmezeit gucken immer. Ich muss alles immer im Blick behalten. Denn lange wird es nicht mehr dauern. Bis sie zurückkommen. Dann graben wir das ein bisschen mehr ab. Machen wir hier da. Machen wir links den Eingang und rechts das Fenster. Wieder etwas rechts gerichtet. So. Plop, 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 plop. Dann kommt hier wieder. Da haben wir keine Holz mehr. Scheiße. Wieso habe ich kein Holz mehr? Es muss mehr Holz her. Ich habe eh viel zu wenig Holz. Ah, fuck. So kann doch kein Mensch arbeiten. Das ist ja fürchterlich. Na, 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 na. So, Bim-Bim. 24. 25. Da kriegen wir schon zumindest den Eingang hin. Juhui! Wie war das jetzt nochmal? So! Nein, falsch! So! Und... So, nein. Falscher Winkel! Aber so geht's. Genau. Und das kriegen wir so hin. Und das hier so. Nein. So, ja. Gerade so geklappt. Ich kann, hätte den Redstone weggeben können, ich hirnloser Trottel. Aber das hatte ich immer verpennt.